Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Monat August 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Soela, ich grüße dich. Das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop ändert sich nichts. Das Bild zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden in ein Horoskop, das sind die wichtigsten Lebensbereiche. Das ist deine Persönlichkeit. Hier im Schule des Lebens manifestiert sich bei dir etwas. Wichtig ist dein Alltag, deine Arbeit. Hast du hier auch Lernaufgabe? Dann auch loslassen, eventuell erbschaftlichen Themen, Reise, Ausland, Spiritualität. Dann ist wichtig die Öffentlichkeit, deine Berufung, deine Wünsche, Sehnsüchte, Freundschaften, aber immer wieder den Rückzug oder in die Tiefe schauen, in die Tiefe Geheimnisse des Lebens verstehen, das erforschen. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich. Wobei bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt sagen, die Bewegung macht eigentlich gar nicht die Sonne, sondern die Bewegung macht unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. 1. August. Uranus ist im Widder. Und diese Bewegung nennt man Transit. Und diese Transitbewegung aktiviert etwas im Horoskop. Uranus hier im 6. Lebensbereich bringt zurzeit beruflichen Veränderungen. Nach indischen Berechnung befindet sich Uranus noch einigen Jahren hier im Widder und Widderenergie zeigt auch Neuanfang. Merkur ist in Zwillingen. Merkur ist noch rückläufig. Diese Rückläufigkeit kann bedeuten, dass es etwas gebremst ist. Gerade hier im 8. Lebensbereich, wenn das um erbschaftliche Situationen geht oder Terminen im Ämtern, was mit Finanzen was zu tun hat, Finanzamt, Banken, Versicherungen, diese Rückläufigkeit von Merkur bremst das. Die Verträge kommen mit Verspätung oder du bekommst keinen Termin. Diese Rückläufigkeit bedeutet aber auch Vergangenheit und im 8. Lebensbereich handelt es sich auch um Loslassen, Transformation und einigen Dingen verabschieden von Vergangenheit.
Rahu und Ketu sind die beiden Mondknoten. Ketu ist die absteigende Mondknoten und zeigt Vergangenheit, alten karmischen Erinnerungen. Und Rahu ist die aufsteigende Mondknoten. Das ist der Weg, was die Seele ausgesucht hat, aber kennt noch nicht. Dieser neue Weg befreit aber. Rahu hast du im Geburtshoroskop im Wassermann im vierten Lebensbereich. Ketu hast im Löwe im zehnten Lebensbereich. Ich nehme das jetzt raus, weil ich habe diese Karte nicht doppelt. Und diese Mondknoten bewegen sie sich auch. Und das möchte ich auch zeigen, wo ist gerade diese Bewegung. Rahu, die aufsteigende Mondknoten, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillingen. Und das, was dich gerade befreit, und das braucht deine Seele momentan, um die Finanzen kümmern oder um eine erbschaftliche Situation, aber auch das Loslassen. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt immer die Monatsthemen. Sonne ist im Krebs. Monatsthema ist Familie, das ist die Krebsenergie. Und bei dir in deinem Geburtshoroskop befindet sich das im neunten Lebensbereich. Das hat mit Ausland was zu tun. Also das kann auch Monatsthema sein, Reisen, Kontakte im Ausland, eventuell eine innere Reise. Und das sind die Glaubenssätze, Glaubensrichtungen oder Spiritualität. Mond befindet sich auch hier im Krebs. 1. August ist Neumond. Also das sollte eigentlich die Sonne sein. Also Sonne zeigt sich hier die Monatsthema, habe ich falsch ausgelegt, aber Mond ist auch hier. So ganz verkehrt ist das nicht. Sonne und Mond treffen sich hier im Krebs. Es ist Neumond, exakt in 4 Uhr und 12 Minuten. Neumond bedeutet, dass die beiden Lichter, Sonne und Mond, treffen sie sich. Mond ist unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht, sondern Mond bekommt die Licht von der Sonne. Und wenn sie sich treffen, dann kann die Sonne Mond nicht beleuchten und für uns, für unsere Wahrnehmung ist es unsichtbar. Hat auch eine Bedeutung und das heißt Rückzug. Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Die Themen sind Familie oder Reisen oder Spiritualität. Hier befindet sich auch Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten. Also kann auch um die Liebe, Partnerschaft handeln. Mars bedeutet im Geburtshoroskop der Partner und Venus bedeutet die Liebe und dich als Frau, die Weiblichkeit. Bei dieser Transitbewegung kann auch jemand anderes sein, zum Beispiel ein Nachbar oder eine männliche Person von der Familie oder ein guter Freund oder ein Kollege. Und Venus kann auch eine andere Frau oder mehreren Frauen auch sein. Und das ist möglich, jetzt Kontakte zum Ausland. Neptun befindet sich im Wassermann. Neptun lässt unseren Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Hier handelt es sich um deine Wohnsituation. Neptun ist gerade rückläufig und das heißt, das bremst ein bisschen. Eine wohnliche Veränderung nach deinem Wunsch, nach deiner Vorstellung ist nicht der richtige Augenblick.
falls du das vorhast. Saturn und Pluto ist im Schütze. Beide sind rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun, auch mit karmischen Themen was zu tun. Vor allem die absteigende Mondknoten ist auch hier im Schütze. Aktiviert Vergangenheit, aktiviert karmischen Themen. Saturn ist auch der Hüter der Karma und Pluto zeigt, wie wichtig das ist, auf die Wesentlichen konzentrieren. Was ist gerade die Fokus? Das kann Schütze-Themen sein, das ist Bewegung, Sport, Autos auch, gehört auch zum Bewegung, aber bedeutet auch Reisen und Ausland. Schütze kann auch eine innere Reise sein, Spiritualität. Und bei dir kommt noch die Thematik dazu, zweiten Lebensbereich. Und hier handelt es sich um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt es auch zusammen. Deine Lernaufgabe gerade ist, um deinen Werten zu deinen Werten stehen, dein Selbstwertgefühl stärken und um die Finanzen kümmern. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist dein Aszendent und das beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Auftreten. Jupiter bringt dir Glück. Gerade ist rückläufig, das bremst etwas oder hat mit Vergangenheit was zu tun. In diesem 1. August steht Mond und Mars in einer Verbindung und das aktiviert die Gefühle, besonders bei den Männern. Mars ist die männliche Energie. 3. August ist Merkur im Krebs. Merkur verabschiedet von Zwillinge und übergeht im Krebs. Das sind Kontakte, Gespräche, Verbindungen im Ausland, eventuell ein Vertrag. Mond ist im Löwe und beginnt die zunehmende Mondphase. Zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was vermehren soll. Aber nicht im Halbmond, weil das werft zurück. 5. August ist Mond im Jungfrau und wird von Spica bestrahlt. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau und zeigt, all das, was wir jetzt beginnen, trägt Früchte. Da ist die Ernte fast sichtbar. 7. August ist Mond im Waage. Und das ist Halbmond. Um 18 Uhr und 31 Minuten. Halbmond bedeutet Spannung und diese Spannung spüren wir. Der 12. Lebensbereich heißt Rückzug. Das wäre für dich passend, zurückziehen, die Ruhe bewahren, weil du verspürst auch diese Spannung. Es fehlt die Feuerelement. Es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut. 8. August. Venus ist in ihren Umlaufbahn in einen Punkt, was man Diamant nennt. Und dieser Punkt ist ganz nah zu der Sonne. Und das bedeutet mehr Klarheit in die Liebepartnerschaft oder die Bedürfnis ist da, etwas klären in die Liebepartnerschaft. 9. August ist Mars im Löwe. Mars verabschiedet von Krebs, übergeht im Löwe. Mars fühlt sich auch wohl in diesem feurigen Löwe. Das zeigt sich wieder Kraft und Mut,
setzt einiges in Bewegung. Bei dir ist die Öffentlichkeit, Zielerreichung oder deine Berufung. Im selben Tag ist Mond in Skorpion und aktiviert dein Aszendent. Und das sind auch die Bedürfnisse, wahrgenommen zu werden, tolle Ausstrahlung zu haben und auf deinen eigenen Gefühlen achten. Immerhin, Skorpion hat mit Gefühlen was zu tun. Mond aktiviert das auch, die Träume, die Sehnsüchte, das Unbewusste, die Gefühle. 10. August steht Mond mit Jupiter in eine Verbindung. Jupiter vergrößert etwas, die Gefühle sind sehr intensiv. Achte darauf, dass du ja nichts übertreibst. 11. August ist Mond im Schütze, aktiviert Schütze-Themen, Sport, Bewegung, Reise, Neuorientierung, Spiritualität. Und kommt noch die zweiten Lebensbereich dazu, Themen wie Werte, Selbstwertgefühl und Finanzen. 11. August, im selben Tag, ist Jupiter im Stillstand, dann wird rechtläufig, dreht sich die Richtung. In diesem Tag hast du das Gefühl, es geht nichts voran, es bleibt alles stehen, aber ab nächsten Tag, ab 12. August, dreht sich alles in ganz andere Richtung. Endlich kommt einiges in Bewegung und Jupiter bringt dir auch Glück. 12. August ist Mond, exakt auf dem Mondknoten. Das ist die absteigende Mondknoten, aktiviert Vergangenheit. Kommen Erinnerungen oder Begegnungen mit anderen, wo dich erinnert an die Vergangenheit oder eine seelische Verbindung. Du hast das Gefühl, du kennst diejenige von früheren Leben. In diesem Tag wird Mond, auch die Mondknoten, von Nunki bestrahlt. Nunki wurde bei Assyrer und bei Babylonier verehrt als heiligen Ort. Ich würde als Kraftort bezeichnen, ein Ort zu finden, wo wir das Energie verspüren oder haben das Gefühl, das kennen wir schon, weil wir waren schon in diesem Ort. Und das kann auch bedeuten, dass wir uns mit Energie auftanken können oder bekommen wir das Vertrauen. Bei Schütze kann auch im Ausland sein. 13. August ist Mond im Steinbock, aktiviert Themen wie Zielsetzung, Ausdauer, Geduld und hier im dritten Lebensbereich der Schule des Lebens oder wirklich Schulungen, Medien, Kontakte im Internet oder Verbindungen zum Nachbarn, Verwandten. 14. August ist Sonne und Venus in Verbindung hier im Krebs, mehr Klarheit über Liebe, Partnerschaft oder eine weibliche Person klärt etwas auf. Das kann auch über eine Reise sein oder Auslandskontakt. 15. August ist Vollmond im Steinbock, exakt um 13.29 Uhr. Vollmond bedeutet, das wird beleuchtet und das sollen wir anschauen, genau hinschauen, überprüfen. Das sind Steinbock-Themen und das heißt Ziele setzen, das nicht aufgeben, sondern wirklich daran glauben, das Vertrauen. Und bei dir kommt noch die dritte Lebensbereich dazu, wie ich schon sagte, die Schule des Lebens oder Schulungen oder Internetmedien. Dann beginnt die abnehmende Mondphase. Abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll, aber nicht
einen Zeitpunkt wählen, wenn das Halbmond ist, weil Halbmond ist Spannung, das werft alles zurück. Mond ist im Wassermann. Am 17. August steht Mond mit Neptun in Verbindung. Die beiden haben sehr ähnliche Essenzen. Das sind unsere Träume, unsere Sehnsüchte, unsere Fantasie, unsere Vorstellung, unsere Träume und auch die Kreativität. Mond erreicht in ihrer Umlaufbahn die weiteste Punkt aus der Erde ausgesehen. Das ist die sogenannte Lilith-Energie. Und das aktiviert unsere Gefühle. Das heißt, wir haben die Sehnsüchte, die Wünsche, aber scheint so zu sein, wenn das ganz weit weg wäre und wir neigen dazu, davonlaufen oder aufgeben. Und hier brauchen wir solche Momente, die innere Kraft, die Überzeugungskraft. Im selben Tag, am 17. August, übergeht Venus im Tierkreiszeichen Löwe. Und das kann bedeuten, du bist als Frau wahrgenommen oder stehst in Öffentlichkeit oder hast du Glück in Berufung. Möglich ist auch, dass eine weibliche Person unterstützt dich dabei. Am 18. August übergeht Sonne auch im Löwe, beginnt ein neues Monatsthema und das zeigt die Löwe. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne und die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. In unserem Körper ist das Zentrum unserem Herz. Also unserem Herz, unserem Herzensangelegenheit wahrzunehmen. Sonne steht auch astromedizinisch in Verbindung zu unserem Augen. Also nicht nur zum Herz, sondern auch zum Augen. Die Augen öffnen, etwas klar und deutlich erkennen und sehen. Außerdem, so wie die Sonne das Zentrum unserem Sonnensystem ist, wir selbst sind wir das Zentrum unserem Leben. Und das sollen wir verinnerlichen. Und wenn Sonne hier bewegt, dann zeigt auch als Monatsthema das zum Lernen, das zum Wahrnehmen. 20. August ist Merkur im Diamant. Und das heißt, Merkur kreist um die Sonne. Und in seiner Umlaufbahn erreicht ein Punkt, was ganz nah zu der Sonne befindet. Und das heißt Wahrheit, Klarheit, Orientierung, Gesprächen, klärenden Gesprächen führen. Im selben Tag, im 20. August, Mond in Tierkreiszeichen Fischen, hier hat ein Einfluss von Stammbild Walfisch. Dieser Walfisch ist nicht so nett. Und das kann Kontakte sein, Begegnungen sein in diesem Tag. Ein Einfluss von außen, dass jemand versucht, auf unseren Angelegenheiten einmischen. Oder etwas vorschreiben oder uns klein halten oder löst Angst aus. Kein guter Einfluss und das wird spürbar sein. 21. August steht Mond in Verbindung zum Uranus in Tierkreiszeichen wieder. Aktiviert die sechsten Lebensbereich. Das hat mit Gesundheit was zu tun und das ist wichtig, die Ruhe bewahren, weil Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem. Man neigt dazu, gereizt zu werden. Also die Ruhe bewahren ist sehr wichtig
Außerdem im sechsten Lebensbereich sind Themen auch wie die berufliche Situation. Das kann eine Überraschung sein oder Veränderung im beruflichen Umfeld. 23. August ist Mond im Stier und das ist Halbmond. Halbmond ist Spannung. Bei Stierenergie ist es entweder die Finanzen oder wenn wir versuchen, etwas festzuhalten. Bei dir kommt dazu die siebten Lebensbereich Liebe Partnerschaft. Es fehlt die Wasserelement, das Vertrauen, das Fluss des Lebens oder auf unserem Intuition hören. In diesem Tag neigen wir dazu, Entscheidungen treffen nach unserem Kopf und nicht nach unserem Gefühl. Das Gefühl ist wie ausgeschaltet. Möglich ist auch, dass dein Partner verhält sich so und dadurch entsteht bei dir diese Unsicherheit. 24. August steht Venus und Mars in einer Verbindung und das kann auslösen, dass in die Liebe Partnerschaft zu dieser Verbindung kommt. Immerhin ist es die beiden Liebesplaneten. Im selben Tag, im 24. August, bekommt Mond einen Einfluss von den Hyaden und Plejaden hier im Stier. Die Hyaden und die Plejaden bilden sich die sogenannten goldenen Tor der Ekliptik. Und genau das beschreibt das Märchen Frau Holle. Und hier orientieren wir. Sind wir die Verlierer im Leben? Sind wir die Pechmarie? Oder sind wir die Gewinner der Leben? Sind wir die Goldmarie? Sind wir optimistisch? Oder sind wir pessimistisch? 26. August. Mars in seiner Umlaufbahn erreicht den Punkt, was die weiteste ist von der Sonne aus gesehen. Das kann auslösen, dass die Männer haben keine Lust, etwas zu klären. Sonne bedeutet aber auch Lebenskraft, Lebensenergie. Und weil Mars auch mit unseren Kräften was zu tun hat, möglich ist auch, dass bei uns Frauen etwas auslöst, dass wir kraftlos und müde und erschöpft fühlen. Im selben Tag, 26. August, ist Mond in Zwillingen. Aktiviert Zwillingsthemen, mehr zum Leichtigkeit kommen, etwas spielerisch betrachten und loslassen, all das, was bedrückt. 27. August ist Merkur im Löwe. Das kann die Öffentlichkeit sein oder Gesprächen, Terminen oder Vertrag, was mit deiner Berufung was zu tun hat. Mond befindet sich gerade im aufsteigenden Mondknoten. Das heißt, Mond aktiviert hier karmische Themen und das ist eine neue Richtung, was du noch nicht kennst. Das ist die aufsteigende Mondknoten. 28. August ist Mond im Krebs, aktiviert Themen, Familie oder Reisen oder Ausland oder Spiritualität, kann auch eine meditative Haltung sein. 30. August ist Mond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Hier trifft wieder Sonne und Mond, das heißt, es ist Neumond. Und Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation.
über dein Selbst, das ist Löwe-Energie, über deine Ziele, über deine Berufung oder über Öffentlichkeit. Dieser Neumond ist exakt 11 Uhr und 37 Minuten und Mond bewegt sich ganz nah zu die Erde. All das, was du hier als Ziel setzt, ist realisierbar. Ganz nah, dass das zum Erfüllung geht. Und Regulus hat auch einen Einfluss, das ist das Herz der Löwen, Herzöffnung, Herzensangelegenheit, darüber Gedanken machen. Liebe Soela, so könnte ich Monat August beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.